Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es ist wieder soweit. Ich bin zurück mit einer neuen Limited Edition und ich bin echt gespannt, weil ich finde, dass das... Also es könnte richtig, richtig gut werden. Ich bin super gespannt, super aufgeregt und ich hoffe, ihr habt Lust. Ich hoffe, es geht euch gut. Falls nicht, hoffe ich, dass es euch mit diesem Video ein kleines bisschen besser geht. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren auch gar keine Zeit, denn ich bin wirklich hyped. Ich musste mich zurückhalten, dass ich nicht gestern schon das Video gedreht habe, weil ich einfach wissen wollte, wie die Produkte sind. Es geht heute um die Ready to Thrill Limited Edition von Rival Loves Me. Ihr wisst, Rival Loves Me und ich, unsere Limited Editions, wir sind eigentlich beste Freunde. Manchmal ist immer so ein bisschen, naja, weiß ich nicht, aber... Ich bin immer gewillt, neue Produkte auszuprobieren und ganz oft sind auch wirklich gute Produkte mit dabei. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte. Es gab, glaube ich, 7 auf dem Aufsteller. Die magnetischen Wimpern habe ich nicht mitgenommen, weil... No, das sind so 2 einzelne Freunde. Hallo, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche. Das Video ist für mich total verrückt jetzt, weil... Ich habe 14 Videos vorproduziert für Ende Oktober, Anfang November und dieses Video ist aber live. Also heute ist Sonntag, ihr seht es am Montag, deswegen hallo. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen Foundation drauf, denn wir fangen gleich an mit dem ersten Produkt. Und das ist, Achtung, ein Transparent Baking Puder. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass Rival Loves Me explizit gesagt hat, dass es ein Baking-Puder ist. Oft hatten wir transparente Loose-Powders, transparente Puder-Puder. Diesmal ein Baking-Puder, finde ich ganz spannend. Packaging gefällt mir sehr, sehr gut. Das kommt in diesem ja, klassischen Viereck. Fühlt sich aber recht schwer an und ich mag dieses, das ist fast gummiert, die Oberfläche hier. Warum sehe ich eigentlich so fertig aus? Und ich lese euch mal kurz vor, was hinten drauf steht, denn das finde ich wirklich ganz spannend. Hier sind 14 Gramm drin und ein transparentes, fixierendes Puder, ideal zum Baken geeignet. Nach der gewohnten Make-up-Routine das Puder großzügig unter den Augen, auf der T-Zone, am Kinn und den Wangen auftragen. 3 bis 5 Minuten warten, überschüssiges Puder vorsichtig mit einem Pinsel entfernen. Hinweis, damit der Baking-Prozess gut funktioniert, bitte vorab wie gewohnt das Make-up auftragen. Baken und ich, ihr wisst es, wir sind die besten Freundinnen. Es gibt nichts auf der Welt, was mich vom Baking trennen kann, außer ein gepresstes Puder, was gut ist. Aber dazu komme ich in den nächsten Wochen. Ich sehe echt fertig aus. Aber es ist halt auch 7 Uhr, ne? Ich bin gleich mal ein kleines Stückchen näher gekommen. Also wie gesagt, das ist ja das erste Mal, dass Rival Loves mir wirklich explizit sagt, dass es ein Baking-Puder ist. Und ich bin gespannt, ob das anders ist als alle anderen. Okay, wir haben hier Gott sei Dank so eine Abschutzdeckung drin. Und dann ist das Puder aber auch gleich da. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Das ist... Oh, wow. Es riecht ganz leicht nach Zitrone und das ist, Moment, das ist ganz fein gemahlen, aber das ist so ein bisschen fast nass, fühlt sich das an. So wie so ein Silikonprimer. Fantastisch, ich bin sehr gespannt. Wir werden das Ganze auch heute mal ein bisschen anders machen, weil ich weiß, es ist immer so ein bisschen unfair und ich möchte... dass die Produkte funktionieren. Ich habe dafür Geld ausgegeben, ich möchte, dass sie funktionieren. Und deswegen probieren wir auch 2 verschiedene Concealer, weil es kann manchmal sein, dass ein Concealer mit einem Puder nicht funktioniert. Auf der einen Seite nehmen wir einen Drogerie-Concealer, das ist der Infallible Morning Concealer von L'Oreal, und auf der anderen Seite den Fenty Beauty Concealer. Ich mag beide sehr, sehr gerne. Und wir tragen uns das Ganze einfach mal auf und schauen, wie das funktioniert. Denn so ein Baking-Puder, ihr wisst ja, ich benutze ja eigentlich immer das von Jeffree Star. Und ich benutze es auch weiter, bis es leer ist, ne? Aber ich kaufe es mir nicht mehr nach. Auf der anderen Seite habe ich aber auch noch keine wirklich gute Alternative gefunden. Und ich bin ja Team Günstmaus eigentlich, ne? Ich bin ja gewillt, ein günstigeres Produkt zu testen und zu benutzen. Highlighte gleich hier mal so ein bisschen und mache in der Zwischenzeit, und während das Ganze antrocknet, mache ich so ein bisschen Cream Contouring. Ich gehe da in die Natasha Denona Palette und wärme mir so ein bisschen meine 20 Fingerstirn auf und hier... Gebe meinem Gesicht so ein bisschen Form. Okay, zum Einblenden benutze ich wieder meinen Make-up-Schwamm. Ist für euch wie immer unten in der Infobox verlinkt. Und ich fange einfach mal an, hier erstmal den hier am Rand auszublenden, weil der Infallible Concealer von L'Oreal trocknet recht schnell aus.
Und auf der anderen Seite gehe ich dann schon mal hier in den Fenty Concealer. Okay, Freunde, ich bin richtig, richtig, richtig gespannt. Wir machen das Ganze auch diesmal anders. Wir benutzen jetzt nicht meinen Schwamm, sondern wir benutzen eine Puderquaste. Das ist hier die von Tati Beauty. Und ich gehe nochmal hier unten lang. Und dann setzen wir uns das Puder. Wir gehen hier rein, da ist so ein Netz drin. Direkt unter die Augen. Okay, es hat sofort mattiert. Es hat jetzt nicht so viel Produkt aufgenommen. Gib mir mal hier so ein bisschen was in den Deckel. Ist auch schön, dass nicht so super viel rauskommt. Es riecht ein bisschen nach New York Cheesecake. Ich lieb's. Auf der anderen Seite, New York Cheesecake? Why? Ich nehme noch mehr Puder auf. Okay. Beim Baken ist es wichtig, dass ihr erstmal mit einer ganz, ganz dünnen Puderschicht schon mal rüber geht, dass das viele Puder, was ihr dann auftragt, nicht so an bestimmten Punkten kleben bleibt. Das ist ganz oft, hatte ich das Problem am Anfang, dass ich dann so weiße Stellen und halt nicht gut gebakte Stellen hatte. Und das sieht dann immer so ein bisschen verrückt aus. Ich trage mir wirklich eine dicke Schicht Puder rauf. Und von der gelben Farbe sieht man jetzt auch nicht mehr wirklich was. Also es ist nicht so ganz weiß. Die gelbe Farbe heißt meistens, dass einfach kein Flashback da ist, wenn ihr ein Foto macht. Und wir lassen das Ganze jetzt 3 bis 5 Minuten ansetzen. In der Zwischenzeit würde ich einmal kurz mein Make-up fertig machen. Ich benutze dafür, was nehmen wir denn heute? Ja, ich mag das im Moment echt gerne. Hier, schaut mal, von Gucci. Das ist eigentlich ein Face-Puder. Aber ich habe die dunkelste Farbe genommen. Das ist die 11. Und das nehme ich als Bronze. Das hat nämlich so einen leichten Schein drin. Und damit gehe ich einfach hier rüber. Okay, während das Ganze weiter baked, machen wir schon mal die Augenbrauen. Und da gibt es nämlich auch ein neues Produkt. Und das ist das Ready to Thrill Microblading Eyebrow Pen. Das ist halt so ein Dreizack, ne? Kennen wir schon. Kann gut sein, kann aber auch furchtbar sein. Ich gehe einfach mit rein und mal mir so Haare rein. Das ist halt immer sehr natürlich, ne? Ja, mein Gott. Ich finde, es ist halt immer so gar nicht präzise genug. Ja, da ist schon... Also die Farbe ist ganz spannend. Das ist die 1. Ich glaube, es gab 2 verschiedene. Aber bei mir gab es nur noch die 1. Ist okay. Es haut mich jetzt aber nicht von den Socken. Also, ne? Aber das war zu erwarten. Ich wollte euch einfach nur zeigen, dass es den gab. Das Packaging ist so ein bisschen anders als das, was es im Standardsortiment gibt. Es gibt aber jetzt noch, ich weiß nicht, welches Produkt ich am spannendsten finde. Entweder Liquid Eyeshadows oder bunte Mascaras. Kommen wir gleich zu. Wir schminken erstmal einen kleinen Look und benutzen dazu meine Palette. Ich finde, das passt ganz gut auch zu den Farben hier von den Liquid Eyeshadows. Geht ganz schnell. Und Freunde, haltet Ausschau in den nächsten Tagen bei mir auf Instagram. Informationen zum Restock. Ich nehme einfach die Farbe Boyfriend und gebe mir die jetzt hier schon mal so ein bisschen in die Lidfalte. Boom. Zack. Bin schon ein bisschen stolz drauf. Es wird ein sehr, sehr einfacher Look, ne? Aber ich will jetzt hier auch nichts Spannendes schminken, sondern ich will ja auch die Show diesen Liquid Eyeshadows geben. Zum Verdunkeln gehe ich in die Farbe Story Openings, aber nur hier außen. Und presse mir das einfach nur hier so ein bisschen hin. Und mit dem Rest gehe ich dann hier in die Crease rein. Reicht schon. Ein ganz einfacher, schneller Look. 2 Farben. Jetzt, Freunde, kommen wir zu den Liquid Eyeshadows. Und das finde ich tatsächlich, ich glaube, das gab es noch gar nicht so in der Form in der Drogerie. Und wir haben hier einmal die Farbe Stunning Brown und Seductive Gold. Ich swatche einmal ganz kurz auf der Hand, weil das habe ich gestern schon gemacht. Und das ist krass. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das Füßchen ist so ein flaches, wie so ein Lipgloss-Füßchen. Aber das ist so ein Standardfüßchen bei Liquid Eyeshadows. Und oh, schaut euch bitte diese Reflexion an. Also das sind so mehrschichtige Schimmer. Wir haben einmal hier bei Rot, haben wir einen roten Schimmerton. Und dann ist da aber noch ein bisschen Gold mit drin. Und dann on top Silber. Also so silberreflektierende Punkte. Genau dasselbe bei dem Goldton. Da sind auch diese silbernen Flakes mit drin. Aber es sieht total spannend aus und extrem glowy und shiny. Seid ein bisschen vorsichtig bei Liquid Eyeshadows, ne? Wenn ihr damit vor allen Dingen noch nicht gearbeitet habt. Die brauchen einen Moment, bis sie runtergetrocknet sind. Guckt dafür am besten nach unten und gebt euch die dunkelste Farbe erstmal hier auf euer Lid. Und sie passt perfekt. Wow. Okay. Ich habe es ja gestern schon geswatcht und ich war gestern schon schock von der Farbe. Also, liebes Rivalde Loop Team, wir brauchen mehr davon im nächsten Update.
Ich nehme jetzt hier die helle Farbe und ziehe damit wie eine Cut Crease. Liquid Eyeshadows sind so, so einfach. Das sind, Spoiler-Alarm, mit das schönste Produkt, was Rival de Loup, Rival Loves Me jemals rausgebracht hat. Super günstig, super einfach. Und ihr seht, schaut mal, wie schnell ich hier fertig bin. Ich lasse das Ganze antrocknen, kann dann noch eine zweite Schicht drüber geben, aber das brauche ich gar nicht. Also ihr habt gesehen, ich habe zwei Farben aus meiner Palette, zwei Liquid Eyeshadows für, was haben die gekostet? 1,50, 2,50? Das ist ein Witz für das, was sie können. Ihr braucht ja nicht viel davon, ne? Wenn ihr die immer schön gleich wieder zumacht, halten die ewig. Und ihr habt einen wunderschönen Effekt auf den Augen. Wow. Ich glaube, 3 bis 5 Minuten sind um, Freunde. Ich nehme jetzt einen fluffigen Pinsel und entferne mir das Puder. Okay. Ich bin extrem aufgehellt unter den Augen. Wow. Okay, ich muss ein bisschen Bronzer runter noch hier hinsetzen. Also, extrem flawless hier im Porenbereich. Sehr, sehr auffällend. Hat alles gut gesettet und sieht jetzt nicht zu trocken aus. Ich muss jetzt hier nur das noch ein bisschen dunkler machen wieder, weil es selbst für mich ganz schön hell ist. Aber ich habe gestern schon gedacht, als ich die Limited Edition gesehen hatte, die hatte mir nämlich eine liebe Zuschauerin bei Instagram geschickt. Und ich bin letzte Woche schon wie ein Bekloppter durch die Stadt gerannt und habe diese LE gesucht, weil ich sie so spannend fand. Ich habe das Gefühl, die Limited Edition ist genau für mich gemacht worden. So nach dem Motto, so, jetzt setzen wir uns zusammen, wir machen eine LE nur für Maxim, damit sie ihm gefällt. Und das, ah, ich liebe diese Liquid Eyeshadows. Es hat nichts mit Halloween zu tun. So, ready for the thrill. Gar nichts. Aber iconic. Ich habe hier noch zwei weitere Produkte. Und das sind zwei Mascaren, beziehungsweise, ja, doch, Intensifier-Mascaras. Heißt also, die Mascaren haben so eine eigene Farbe. Ich swatche euch auch einmal kurz, dass ihr das sehen könnt. Das ist total irre. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Wir haben einmal so ein Burgunderrot und so ein ganz dunkles Blau. Mit auch wieder mit so Schimmerpartikeln drin. Im Blau ist Lila drin und in dem Rot ist ein bisschen Gold drin. Und ich lese euch kurz vor, was sie können sollen, weil das finde ich auch eine ganz spannende Idee. Die blaue lässt grüne und braune Augen strahlen. Die Intensifier-Mascara hebt besonders grüne und braune Augen hervor und lässt sie noch mehr strahlen. Die enthaltenen blauen Pigmente betonen die Farben grün und braun besonders stark. Eine extra Portion Farbe für einen noch intensiveren Augenaufschlag. Kinda living for that. Und dann haben wir hier die Intensifier für blaue und grüne Augen. Falls ihr mir sehr intensiv in die Augen schon mal geschaut habt, seht ihr, dass ich zwei verschiedene Augenfarben habe. Es war früher noch viel, viel krasser. Das ist meine grünere Seite, oder? Oh Gott. Bin verwirrt. Ja, das ist meine grünere Seite, das ist die braune Seite. Das heißt, wir benutzen auf der die rote und auf der die blaue. Die ist ein bisschen brauner, weil im Prinzip kann ich beide benutzen. Ich habe halt so genau irgendwas dazwischen. Das Bürstchen ist so ein Standard-Mascara-Bürstchen. Ich mag die ganz gerne. Und wir fangen einfach mal an. Wow. Also abgesehen davon, ob sie jetzt irgendwas betont oder nicht, die sieht so schön aus. Also die Lashes, die hatte ich so. Die hat immer so zwei, drei Wimpern genommen und dann nach oben gezogen. Also ich bin ehrlich, ich sehe jetzt nichts von der Farbe. Aber egal. Seht ihr den Unterschied? Wirkt das Auge jetzt grüner? I don't know. Und auf der anderen Seite benutzen wir die blaue. Das könnte was für meine Mutter sein, wobei die ist, das ist nicht so blau genug für sie. Okay, ich habe schon ein bisschen geschmiert. Ich weiß es nicht, ob das jetzt täuscht oder ob das eine andere Formulierung ist von der blauen. Weil die hat die Wimpern anders gegriffen. Vielleicht bin ich aber auch einfach nicht gut genug heute. Ja? Nee? Also irgendwas ist da anders. Es kann täuschen. Aber die rote ist, sieht schöner aus bei mir. Verlasst euch bitte nicht drauf, ob es dann bei euch auch so ist, aber wow. Auf meine Lippen gebe ich mir auch was aus der Drogerie und das ist von Trend It Up, das Pure Nude Gloss in der Farbe 030. Seht ihr bald. Okay, Freunde, und das ist einmal der Look mit den neuen Produkten aus der Limited Edition von Rival Loves Me. Guess what? Das ist die schönste LE, die ich bei Rival Loves Me gesehen habe. Es hat jedes Produkt funktioniert für mich. Selbst das Ding hier. Ist es nötig? Weiß ich nicht. Manchen Leuten gefällt das tatsächlich. Schaut euch bitte diese Swatches an. Das ist
Drogerie. Das ist Drogerie, das ist kein High-End. Schaut euch diese intensiven Farben an, das ist fantastisch. Also das kann ich echt sagen. Selbst das Puder sieht gut bei mir aus und definitiv ein Go. Rennt in die Drogerie morgen und holt euch, was könnt ihr euch holen, die Liquid Eyeshadows. Und liebes Rivalasmi-Team, please send me an E-Mail. Wir brauchen mehr Liquid Eyeshadows, weil das ist iconic. Vielen Dank, Freunde, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen zauberhaften Abend oder einen wunderschönen Start in den Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf.